Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin hier gerade in Kopenhagen und für mich geht es heute mit Singapore Airlines auf eine Fifth Freedom Flight halt nach Rom in einem Airbus A350. Ja, das Ganze ist ungefähr eine 2 Stunden 20 Strecke. Und ja, ich gehe jetzt gleich mal erstmal zum Check-in und dann zeige ich euch mehr. Ja, Check-in ist jetzt durch. War diesmal ein Self-Check-in, also dass man selber seinen Boarding-Pass drucken musste und selber sein Gepäck aufgeben musste. Irgendwie ein bisschen anders als sonst, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo es ja sonst immer noch zum Schalter muss und die Dokumente überprüfen lassen muss. Das war jetzt irgendwie nicht so der Fall, deswegen mal sehen, das muss wahrscheinlich beim Boarding dann passieren. Ja, ansonsten, es ging wirklich schnell, also es hat keine Minute gedauert eigentlich. Dann war ich halt durch von, ich drücke meine Boarding-Karte aus zu, ich gebe mein Gepäck auf. War jetzt auch alles nicht so voll, denn wir haben es gerade kurz nach 6 Uhr. Flug geht nämlich um 8.15 Uhr eigentlich, aber der soll schon verspätet sein. Ja, ich gehe jetzt erstmal zur Sicherheitskontrolle und dann zeige ich euch mehr. Ja, die Sicherheitskontrolle ist jetzt durch. Hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Die hatten aber ein interessantes System, so dass du halt warten musstest und dann direkt zu einer Sicherheitskontrolle zugewiesen wurdest. Dadurch ging es doch recht schnell. Ja, ansonsten normale Überprüfung halt. 10 Minuten gedauert. Duty Free war ich jetzt auch gerade schon durch und jetzt laufe ich erstmal zu meinem Gate. Ist übrigens heute Gate 10.29. Wie ich schon gerade gesagt habe, das Gate halt auf meinem Boarding Pass zumindest 10.29, deshalb bin ich auch dahin gelaufen. Gate 10.29 liegt im Non-Schengen-Bereich, das heißt, ich musste durch eine Passkontrolle. Ging auch recht schnell, ich war der Einzige, deswegen war ich innerhalb von einer Minute durch und dann war ich halt im Non-Schengen-Bereich. Ja, bin halt hier jetzt im Non-Schengen-Bereich und hier ist auch gleich viel, viel weniger los, man merkt sofort. Abflugzeit ist heute 8.15 Uhr und landen sollen wir um 10.35 Uhr. Boardingzeit ist übrigens 7.35 Uhr, also eine ganze Weile vorher, 40 Minuten. Nicht ungewöhnlich für einen Whitebody, also wir fliegen ja mit einem Airbus A350 900 die Strecke. Die genauen Registrierungsdaten blende ich euch sonst ein. Ja, ist halt ein 2 Stunden und 20 Minuten Flug offiziell. Beim Check-in wurde mir aber angezeigt, dass der Flug 20 Minuten Verspätung haben soll. Mal sehen, ob es so kommt. Werde ich euch auf jeden Fall sagen. Ja, ich habe auf jeden Fall meinen Sitzplatz heute 52A. Das heißt, schön Fensterplatz. Natürlich habe ich auch extra viel bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob der sonst für Check-in frei wäre, aber ich wollte ihn sicher haben. Ja, auf jeden Fall halt schön im Airbus A350 auf dem innereuropäischen Flug. Ist auch mal was halt Besonderes. Deswegen bin ich auch extra hier nach Kopenhagen gekommen. Eben, wenn euch solche Videos halt gefallen, würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere auch von euch gerne meinen Kanal abonniert. Ich weiß, ich habe einen kleinen Kanal, aber jeden Sonntag um 13 Uhr kommt ein neues Video. Und schreibt uns sonst noch gerne einen Kommentar oder gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Genau, halt gerne auch abonnieren, dann sage ich danke schon mal. Ja, lustige Geschichte. Das Gate auf meinem Boardingpass war mal absolut falsch. Das Gate liegt im Schengen-Bereich. Das Gate E5 heute. Deswegen muss ich mal gerade hier rennen. Weil auf dem Boardingpass steht C29. Aber jetzt ist halt E5, so ein Bus-Boarding-Gate. Und da dürfte gleich das Boarding starten. Ja, bin jetzt halt hier im Schengen-Bereich wieder. Also bin mal kurz ausgereist und wieder eingereist. Also ich habe es euch gerade ja schon erzählt. Vertraut also nicht auf das Gate, das auf eurem Boardingpass steht. Es kann auch mal komplett anders sein. Irgendwie, ja, sehr schräg, diese ganze Sache. Ich wurde auch gerade bei der Passkontrolle wieder bei der Einreise in die ein bisschen schräg angeschaut, aber das passiert immer. Dass eigentlich das Gate so falsch war, hatte ich noch nie. Ja, auf jeden Fall Busboarding halt. Der Flieger ist auch gerade angekommen. Das heißt, wir werden halt als Schengen-Passagiere behandelt und müssten dann in Italien auch ganz normal einreisen können, ohne dieses ganze und die ganze Passkontrolle. Ja, war jetzt nochmal gerade beim Gate. Denn jetzt wurde, wie erwartet, die Dokumente überprüft. Das heißt, dass sie überprüft haben, dass ich auf nach Italien einreisen darf. Ja, ich musste einfach die Anmeldung für Italien vorzeigen und dann halt noch meinen Impfausweis. Also ich habe die Covpass-App vorgezeigt, das hat auch funktioniert. Also einen Impfausweis, den gelben haben sie nicht verlangt. Darum hat es funktioniert.
habe jetzt so ein Unterschrift Document Proof, also Dokumente geprüft. Also jedenfalls, dass die Dokumente geprüft wurden, steht jetzt auf meinem Boardingpass drauf. Dadurch kann ich gleich boarden. Und auf dem Bildschirm steht irgendwie auch, dass wir 20 Minuten Verspätung haben. Also mal sehen, wie es wirklich jetzt ist. Aber 20 Minuten wären jetzt nicht weiter schlimm. Ja, kommen wir jetzt noch zum Boarding halt. Also Gate E5 war es ja. Und Boardingzone oder so, das gab es irgendwie nicht. Das wurde jedenfalls nicht eingehalten. Mit dem Bus halt dann zum Flugzeug. Das Ding war halt auch gleich beim Boarding, gab es halt eine Wasserflasche und noch den Einreisezettel für Italien in Papierform halt. Das zeige ich euch aber später im Video. Jetzt erstmal zu diesem wunderschönen Airbus A350-900 von Singapore Airlines. Beim Einstieg auch gleich super nettes Personal, also Kabinenpersonal. Und halt, dann gab es auch gleich so ein Hygienekit und Kopfhörer. Aber auch dazu komme ich später genauer noch. Also ich erkläre es alles euch noch im Detail. Ja, noch zu den Sitzen halt hier im Flugzeug. Also es gibt insgesamt 253 Sitze. Davon entfallen 42 auf die Business Class, 24 auf die Premium Economy und 187 auf die Standard Economy Class. Meins ist heute 52A. Mit irgendwie so einem kleinen Teil, was auch immer das war. Keine Ahnung, aber ja, lag irgendwie da rum. Und halt gleich Entertainment-System zeige ich später. Es gab im Sitz erstmal diesen Kopfhöreranschluss, den Anschluss für iPod oder sowas, Ladeanschluss und einen Kleiderhaken. Ja, darunter findet ihr halt dieses Bediending. Das sieht irgendwie aus wie eine PSP. Und halt diesen Getränkehalter. Was eher ungewöhnlich ist, sowas hat man nicht so häufig im Flugzeug. Ja, in der Tasche halt nur die Sicherheitskarte. Bordmagazin ist gerade nicht. Dafür ist die Sicherheitskarte echt schön gemacht. Aber halt auch eine standardmäßige Sicherheitskarte, wo ihr alle nötigen Informationen drauf findet. Ansonsten gibt es halt noch so kleine Taschen, wo man Sachen besser reinschauen kann. Finde ich echt cool. Noch zum Tisch halt. Also erstmal, der ist halt so halb und voll aufklappbar und irgendwie ein Spiegel drin. Das hatte ich persönlich noch nie. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ja, und da halt auch so ein gleich Getränkeloch. Voll ausgeklappt, hat der eine ziemlich gute Größe. Könnt ihr auch einen Laptop draufstellen oder dann halt Essen auf dem Langstreckenflug. Und ihr könnt den halt so ausziehen. Unter den Sitzen findet ihr zwei Steckdosen pro drei Sitze, wo ihr halt eure normalen elektronischen Geräte aufladen könnt. Noch zum Sitzabstand, ihr seht, der ist einfach geil. Also das ist der beste Sitzabstand, den ich bisher hatte. Jetzt hier drin im Flugzeug und das ist die geil. Also Sitzabstand, ihr habt es ja gerade gesehen, einfach nur super gut. Der Thema-System zeige ich euch dann später noch. Das ist einfach so gut hier. Ich habe einfach eine Decke und Kissen bekommen, auf dem innereuropäischen Flug hatte ich das noch nie. Also und auch der Sitz ist super gemütlich. Einfach grandios, also freue mich auf den Flug. Ist echt mit der beste Sitz, den ich bisher hatte in der Economy. So, jetzt mal ein kurzer Überblick über Entertainment-System. Erstmal, ihr könnt euch mit eurem ClearSky-Konto anmelden. Ansonsten gibt es halt dieses normale Programm halt, ganz normal, Filme, TV-Serie, Musik und sowas halt alles. Gehe ich später noch ganz genau drauf ein, dann zeige ich euch die genaue Auswahl und sowas halt alles. Ansonsten, erstmal grundsätzlich ist es eine gute Auswahl, aber ich gehe erstmal auf die Karte ein. Die übrigens ein bisschen langsam lädt, das könnte ein bisschen schneller sein. Unsere Route nämlich heute ist von Kopenhagen in Dänemark nach Rom in Italien. Ein bisschen vorher spult, sieht es dann so schön aus, wir fliegen schön über Deutschland, Österreich und dann halt rein nach Italien. Ja, und zum Bildschirm kurz noch, also der lässt sich halt auch so klappen, das ist halt gut. Wenn der Vordermann halt den Sitz nach hinten stellt, dann könnt ihr im Bildschirm immer noch erkennen und das, ich find's gut. Ansonsten, die Crew ist rumgegangen, hat gefragt, die Leute gefragt, ob sie Decken wollen. Ich wollte eine und schaut euch diese Decke an. Wunderschön. Richtig flauschig und dick und ich kann mich echt nicht beschweren. Das ist echt der Hammer. Ansonsten, auf Nachfrage habe ich auch noch ein Kissen bekommen. Echt auch super weich und echt gemütlich. Ich zeige es euch gleich mal. Ihr seht das Ganze übrigens mit dem Kissen aus. Also super gemütlich. Einfach nur perfekt. Also so oder auf dem Kurzflug hatte ich noch nie. Ich weiß ja nicht, ob das nochmal passiert wird, aber so eingeladen sind wir jetzt schon. Ja, nochmal kurz halt zu den Sitzen. Ihr seht erstmal, das sind halt die Sitze in der Economy Class. Schön dick genug, um lange drauf zu sitzen, also nicht allzu dünn. Und das ist halt die Kopfstütze. Ihr könnt sie halt so schön einklappen und halt auch nach oben und nach unten schieben, je nachdem wie groß ihr seid. Ist halt schön, kann man so an seine Größe anpassen, ist auch echt gemütlich. Ja, ansonsten halt diesen typischen Farben von Singapur. Ja, und mit diesem Knopf könnt ihr euren Sitz halt auch nach hinten verstellen, wenn ihr zum Beispiel schlafen wollt. Aber auf einen 2-Stunden-Flug brauche ich es jetzt nicht. Captain speaking. My name is Anton, first and foremost on behalf of Singapore Airlines and all of us here with a team of flight crew on our continuing flight to Rome. It is a pleasure to welcome each and everyone on our flight this morning.
Make sure that your seat belt is securely fastened during taxi, takeoff and landing. Life vests allocated under or between your seats. To display the Wi-Fi portal. Ja, die genauen Preise für WLAN zeige ich euch später noch im Video, aber jetzt kommt erstmal der Start halt aus Kopenhagen. Cabin crew to your takeoff station. Takeoff station, please. Aber nun unsere Reiseflughöhe halt erreichen, zeige ich euch nochmal den Sitz etwas genauer. Also erstmal zu diesem Controller halt. Ich finde, das Ding hat von der PSP, falls euch das was sagt. Erstmal, ihr könnt euch allgemeine Daten drauf ablesen und über den Flug halt. Ansonsten halt könnt ihr über die Fernbedienung den Bildschirm steuern. Wenn ihr was auswählt, wird es halt da angezeigt. Ich persönlich brauche es nicht, weil der Bildschirm hat Touch. Ja, bin der Sitz. Schön im Flug. Service beginnt mit gleich. Heute kam eine Reihe vorbei, also wenn ich jetzt schon nicht mehr habe, also kann euch die Flüge auf jeden Fall empfehlen. Das Service kommt gleich, aber das Entertainment-System, habe ich euch gerade gezeigt, sieht auch absolut top aus. Wenn man jetzt so einen kleinen Controller noch braucht, ist halt die andere Frage, ich bräuchte das nicht, also das Ding ist ja auch Touchscreen. Ja, aber auch, also bisher alles sehr gut, sehr gut. Ja, kommen wir jetzt nun aber noch zum Service bei SingPS. Also das bekommt ihr, wenn ihr nichts vorbestellt habt und halt am Flugzeug seid. So ein Sandwich und so ein Desinfektionstuch. Ich muss ehrlich sagen, da hätte ich mehr erwartet von Singapore Airlines, weil die Airline wird auch gerne mal als die beste Airline der Welt bezeichnet. Ehrliche Antwort, das Ding hat super lecker geschmeckt, also qualitativ echt lecker, aber irgendwie ein bisschen wenig. Also naja, immerhin der Getränkeservice war echt top, also das habt ihr halt bekommen. Die Wasserflasche war übrigens die, die ich beim Boarding bekommen habe. Ansonsten habe ich noch eine Cola und auch einen Tee genommen. Ihr hättet auch Kaffee oder ein anderes Getränk nehmen können. Vom Getränke her super. Von Essen her, naja, nicht wirklich viel, ne? Ansonsten die Sauberkeit, ihr seht es ja gerade, das ist auch nicht gerade lecker, ne? Könnte auch echt besser sein. Ja, ansonsten gab es halt dieses Hygienekit beim Einstieg und diese Kopfhörer. Ja, seht ihr genau, zeige ich euch gleich noch genau, wie die genau sitzen. Erstmal zu diesem Hygienekit, da war halt das drin, also so eine Desinfektionsmittelflasche. Dann halt noch so nochmal ein Desinfektionstuch und halt so eine OP-Maske. Finde ich gut, dass halt sowas im Flugzeug gibt und das hat auch nichts gekostet oder so. War übrigens genau das gleiche wie bei Scoot. Ansonsten sind halt die Kopfhörer mit halt links, rechts und sogar nicht so einen harten und die sitzen auch echt gut im Ohr. Aber irgendwie hat der linke nicht funktioniert bei mir. Ja, ansonsten die Systemeinstellung beim Bildschirm könnt ihr halt auf Deutsch stellen und auch den Videoton könnt ihr auf Deutsch stellen. Allerdings sind nicht alle Filme und so auf Deutsch, das zeige ich euch gleich. Also erstmal halt zur Auswahl. Die Auswahl ist grundsätzlich gut und für Langstreckenflug sollte es auch reichen. Also ihr habt eigentlich genug zur Auswahl. Ja, wie das halt mit den Sprachen aussieht, zeige ich euch halt mal von diesen Those Who Wish Me Film. Jedenfalls genau, da könnt ihr die Sprachen auswählen. Wie ihr seht, kein Deutsch. Deshalb mal ein anderer Film mit Dream Horse. Da könnt ihr Deutsch auswählen. Also es ist je nach unterschiedlich. Nicht alle Filme haben deutsche Tonspur, aber ihr habt schon was. Ja, zum Beispiel auch Two Broke Girls. Leider nur englische Tonspur, aber naja gut, ich schaue es mir dann trotzdem halt an. Aber da könnt ihr halt unten rechts über dieses Symbol halt auswählen, welche Sprache es ist. Und es nervt leider, dass Singapore Airlines Werbung davor schaltet von denen. Ansonsten auch die Musikauswahl ist gut. Könnt ihr wirklich stundenlang hören. Also da
ist genug dabei für euch, also sollte genug für euch dabei sein. Und noch ein kleines Feature ist eine Karte, ihr könnt diese verschiedenen Ansichten halt auswählen. Irgendwo musste es da noch Kameras geben, aber ich habe sie nicht gefunden. Ansonsten gibt es halt noch diese Schnelleinstellung. Und das ist halt erstmal der Blick von meinem Sitz aus, die hintere Kabine. Relativ gut gefüllt tatsächlich, also ja, ziemlich gut. Ansonsten über euren Sitzen findet ihr halt noch die Leselichter, aber keine individuelle Belüftung. Und halt die Bildschirme, die irgendwie nicht anzeigen, dass ihr halt nicht rauchen sollt. Dafür sind diese Kleber da. Aber halt nur Leselichter, aber keine individuelle Belüftung. Ist irgendwie, ja, jedenfalls, das ist der Zettel, den ihr für die Einreise in Italien braucht. Ihr könnt das alles online machen und das ist auch besser. Das habe ich gemacht, deswegen, ich zeige es euch halt nur, wie das aussieht. Ja, noch zu den WLAN-Preisen halt erstmal. Also es funktioniert. Und das sind halt die Preise, also 2 Stunden 4 Dollar und so halt. Ist preislich okay, aber es gab halt auch, dass du für 2 Stunden einfach komplett gratis surft. Und bei mir hat das auch gut funktioniert. Also ich kann mich nicht beschweren. Es hat soweit funktioniert. Jedenfalls, das ist noch die vordere Economy Class Kabine. Und davor gibt es halt noch die Premium Economy. Da könnt ihr auch buchen, kostet aber ein bisschen viel. Also lohnt sich nicht so unbedingt für den kurzen Flug. Aber die Sitze sind auf jeden Fall schöner und sind halt in dieser 2-3 Konfiguration. Was die Sache schon mal angenehmer macht und die sehen auch viel besser aus und gemütlicher. Ja, jedenfalls noch kurz halt zur Toilette. Die befindet sich, die ich euch zeige, zwischen der ersten und zweiten Economy Class. Schon mal ziemlich gut. Das hat auch Zahnbürsten und da habe ich natürlich gleich erstmal eine mitgenommen. Sowas kann man immer gebrauchen. Von der Größe her ist diese Toilette völlig okay. Zumindest auch die gleiche, die ich euch bei meinem Iberia A350 Video gezeigt habe. Sauberkeit, wie ihr seht, könnte allerdings besser sein. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch bei der Toilette, ich war nicht vorher auf Toilette, ich zeige euch das gerade so, wie ich einfach reingekommen bin. Deswegen könnte die Sauberkeit ein bisschen besser sein, aber ansonsten, naja, ist okay. Cabin Crew, secure the cabin for landing. Ja, wie ihr gerade schon gehört habt, wir befinden uns schon wieder im Landeanflug auf Rom und beenden dann gleich diesen Flug, aber erstmal gibt es halt noch diese schönen Aussichten. Ja, und für die Landung war natürlich das Anschnallzeichen dann wieder an und auch, dass man sein Handy nutzen kann. Jedenfalls ist jetzt einfach die Landung. Und wir sind übrigens mit 40 Minuten Verspätung in Kopenhagen gestartet, weil der Flieger auch eine halbe Stunde zu spät reinkam. Aber wir landen nur mit 10 Minuten Verspätung in Rom, also nicht allzu lang. Deswegen finde ich das auch nicht so schlimm. Ja, Parkposition reicht und jetzt geht's auch noch ans Aussteigen. Als kleine Info übrigens für euch, Kissen und Decke und Kopfhörer und so müsst ihr im Flugzeug lassen, sind Eigentum der Airline. Ja, dann hieß es auch aussteigen für mich. Ich saß ja recht weit hinten, deswegen war ich auch einer der Letzten, der ausgestiegen ist. So kann ich euch aber immer noch mal die leere Kabine noch ein bisschen zeigen. Das ist übrigens die vordere Economy-Class-Kabine, diese kleine halt. Und davor ist halt nochmal die Premium-Economy-Class, die auf Langstrecke bestimmt sinnvoll ist, aber auf so einem Kurzflug nicht. Ja, davor ist halt dann nochmal die Business-Class. Mit echt schön sitzen, da will ich auch irgendwann mal drauf sitzen, aber naja, mal sehen, was hier gibt. Auf so einem richtig langen Flug wäre das schon echt geil. So, keine Ahnung, Singapur, Los Angeles oder so. Oder Singapur, New York. Das wäre schon echt der Hammer. Ja, und Dankeschön geht nochmal an die Crew, die echt einen wunderbaren Job gemacht hat. Echt top. Und ja, kann ich mich echt nicht beschweren, war schön. Ja, bin jetzt angekommen hier in Rom. Wir wurden halt nach Sitzreihen rausgerufen. Immer so 5 bis 10 Reihen.
ja, ein Fazit zum Flug kommt gleich noch. Ja, bin jetzt hier halt im Terminal angekommen. Jetzt komme ich mal noch zum Fazit von dem ganzen Flug. Also erstmal Fazit, das war ein echt toller Flug. Flugzeug echt toll, also der Sitz war echt geil. Auch wenn es nur Economy war, aber das ist sowas von geil. Gerade der Sitzabstand. Ja, zum Service, also der Getränkeservice, einfach top. Kann ich nicht meckern. Ja, das mit dem Brötchen, da kann ich dann doch ein bisschen Kritik üben. Also dafür, dass Singapore Airlines ja die beste Airline der Welt sein soll, ich meine, vielleicht kennt ihr das ja, habt ihr schon mal gehört. Dafür, dass sie das sein sollen, war der Service mit diesem Sandwich doch ein wenig schwach. Ihr könnt euch zwar vorher was online bestellen, das geht auch, aber in Anbetracht dessen, wenn ihr einfach nur ins Flugzeug steigt und dann das halt bekommt, was da ist, das könnte schon besser sein. Also wenn es wenigstens ein Muffin dazu wäre oder irgendwie sowas, dann hätte ich gesagt, wirklich top, sowas okay. Zweiter Kritikpunkt ist dann übrigens noch die Sauberkeit, also sowohl mein Tisch als auch die Toilette hätten sauberer sein können. Ja, es war zum Beispiel selbst bei Scoot besser. Ja, trotzdem würde ich sagen, insgesamt toller Flug, kann ich euch empfehlen. Ja, absolut, macht den, das macht wirklich Spaß, mit dem zu fliegen, auch wenn es nur 2 Stunden sind. Aber ich meine, selbst dass man sogar eine Decke und ein Kissen bekommt, zwar auf Nachfrage, es liegt nicht direkt am Platz, aber auf Nachfrage bekommt man das sofort. Und es ist einfach genial. Ja, deswegen kann ich es euch absolut nur empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und abonnieren nicht vergessen, wenn euch so gefällt.